Schick verpackt ist es ja, aber was hier am Abschleppwagen hängt, ist nicht etwa ein verfrühtes Ostergeschenk. Also, das Fahrzeug hängt und wird jetzt auf dem Plateau abgesetzt. Immer wieder passiert es. Elektroautos fangen an zu brennen. Dann hat die Feuerwehr ein Problem, denn die E-Autos lassen sich nur schwer löschen. Doch jetzt gibt es eine praktikable Lösung. Und er hat's erfunden. Leo Steinhauser, Feuerwehrkommandant. Angefangen hat alles ganz klein. Ja, so habe ich angefangen. Also das war der erste Prototyp. Spielzeugauto von meinem Sohn. Und der erste Löschsack aus einer Mülltüte, ein bisschen Tesa, ein bisschen zusammengeklebt, ein bisschen Schnittmuster und das Ganze zusammengepackt. Ein kleines Hebig ist er zum Simulieren. Und so habe ich ein bisschen tüftelt und habe das dann Schritt für Schritt aufgebaut, die Geschichte. Doch hält das System im Test stand? Für die Übung wird der Brand eines Elektroautos simuliert. Das Auto muss abgelöscht werden und dann muss mit der Wärmebildkamera kontrolliert werden, dass die Batterie nicht mehr wie 70 Grad hat. Und das hält das Material dann auch aus, also das ist gar kein Problem. Und die Kissen sind auch dementsprechend beständig. Und dann können wir aber den Sarg runterbringen und haben natürlich durch das, dass wir sie anheben, dann auch die Bruderfreiheit, den einzuziehen. Die Feuerwehrmänner ziehen den Löschsack unter das Auto. Dabei müssen sie vorsichtig vorgehen, denn das Elektroauto kann immer noch bis zu 70 Grad heiß sein. Dann wird das Fahrzeug eingepackt. Ein Thema mit Zukunft, das hat auch eine Fachfirma für Feuerwehrausrüstung schnell verstanden. Es hat nicht lange gedauert, bis wir gemerkt haben, da ist ein Markt dafür da. Das wird notwendig für die Feuerwehren und dementsprechend haben wir uns gleich an die Entwicklung gemacht. Wenn der Löschsack sitzt, wird er mit Wasser befüllt. Das Wasser kühlt bei einem brennenden E-Auto die Batteriezellen herunter. Also jetzt sind im Moment schon 500 Liter drin. Feuerwehrkommandanten aus der ganzen Region schauen bei der Vorführung genau hin und sind überzeugt. Das Handling ist einfach, es nimmt nicht viel Platz, es kriegt seinen Platz im Fahrzeug zugeordnet. Also man muss kein anderes Fahrzeug hinterherfahren lassen, falls wo ein Container bringt oder so. Also ich muss sagen, das ist der Zukunft. Ja, das ist schon cool. Ja, also da hat er sich sehr viel Mühe gemacht und wir haben auch davor schon uns ausgetauscht. Das ist schon ein bisschen toll, dass es aus Biberach kommt. Der Löschsack hält, was er verspricht. Und der Erfinder ist glücklich. Das sehe ich jetzt ja in meinem Lächeln. Also ja, das freut mich jetzt eigentlich, dass es so gut gelaufen ist und dass es alles passt. Mit einer kleinen Idee hat Leo Steinhauser Großes geschafft. Sein Löschsack für Elektrofahrzeuge könnte schon bald auf vielen Feuerwehrfahrzeugen zur Ausrüstung gehören.